Ja, guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 29. Spieltag zwischen RB Leipzig und TSG Hoffenheim. Ich begrüße auch die beiden Cheftrainer bei mir und bitte den Gästetrainer Sebastian Hoeneß um sein erstes Statement zum Spiel. Ja, muss erstmal einen Glückwunsch aussprechen an Domenico und sein Team zu einem hochverdienten Sieg heute. Ja, die Vorzeichen waren zumindest nicht die besten. Wir haben ja eine gewisse personelle Situation, die wir bewältigen mussten. Nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie wir das Spiel heute gestalten. Natürlich ist dann die Art und Weise, wie das Spiel beginnt und dann eigentlich auch seinen Fortlauf nimmt, einfach dann extrem bitter. Da kannst du den Matchplan zerreißen, wegschmeißen. Da geht es dann nur noch darum, irgendwie mal in dem Spiel anzukommen. Ich fange vorne an. Ich finde, dass wir nicht so schlecht in den ersten 5 Minuten drin waren. Dann gibt es eine Standardsituation, die wir einfach zu schlecht verteidigen. Kann man einfach nicht anders bewerten. Steht es 0-1. Dann war Druck da, ohne dass ich die Großchancen gesehen habe. Spiel war recht offen und dann passiert ein Tor, das heute so ein bisschen bezeichnend ist. Die Idee heute war auch aufgrund unserer Konstellation, auch aufgrund der Stärke der Leipziger, weniger spielerische Ansätze zu zeigen, sondern eher über direkte Lösungen, über zweite Bälle, immer wieder die hohe Kette auch zu bespielen, zielstrebig zu sein mit Ball. Und da komme ich dann wieder zum 0-2. Wir haben Einwurf am gegnerischen 16er, haben drei Spieler in der Box positioniert. Die Idee ist eigentlich dann über Steigklatsch eine Hereingabe in die Box zu bekommen. Wir werfen den Ball zurück, wir passen ihn noch einmal zurück, wir passen ihn noch einmal quer ins Mittelfeld und dann versuchen wir dort aufzudrehen gegen Conny Leimer, der, glaube ich, einer der besten Balleroberer ist in der Bundesliga. Und Rest ist dann Geschichte. Ist zwar auch dann bitter gelaufen. Das Spiel steht dann 0-2. Wie gesagt, geht es darum, das Spiel in irgendeiner Form offen zu gestalten. Ich finde auch, dass wir dann einigermaßen im Spiel waren. Natürlich wohl wissen, dass die Leipziger wahrscheinlich dann auch eher in den Modus gegangen sind, nicht mehr alles zu riskieren. Wir hatten keine Torgefahr. Ich hab auch nicht mehr die große Torgefahr der Leipziger gesehen. Und dann geht es einfach darum, dass du mit dem 0-2 zumindest in die Halbzeitpause gehst, dass du dich nochmal kurz ordnen kannst, dass du nochmal ein paar Dinge reingeben kannst, Impulse geben kannst und versuchst dann, das Spiel in irgendeiner Form zu öffnen, einen Moment zu kreieren. Aber das war dann natürlich auch hinfällig, indem es dann durch einen Ballverlust im Mittelfeld und einer Kontersituation, die überragend ausgespielt war, 0-3 stand. Und über die zweite Halbzeit, glaube ich, wäre jedes Wort zu viel. Wir haben es mit Anstand zu Ende gespielt, die Leipziger auch, würde ich mal sagen, und haben jetzt die Möglichkeit, mit frischen Beinen am Donnerstag Atalanta zu schlagen, was ich Ihnen wünsche. Dankeschön. Vielen Dank, Sebastian Hoeneß. Dann Domenico, deine Analyse zum heutigen Spiel, Ja, bitte. vielen Dank. Erstmal Basti. Ja, guten Abend in die Runde. Wir sind natürlich froh und erleichtert über den Sieg, den wir so sehr wollten. Ich glaube, das hat man auch gespürt. Wir wollten von Beginn an einfach viel Ballbesitz generieren und deswegen sind wir hoch angelaufen, um den Ball frühestmöglich in unseren Reihen zu haben. Wir haben das Spiel von Beginn an, glaube ich, ganz gut kontrolliert, haben den Gegner tief bekommen und auch tief bespielt. Das 1-0 ist einfach von der Standardsituation her so gefallen, wie Max und Andy das auch vorbereitet haben. Ich vernichte sehr oft immer intern die Trainerassistenten. Heute kann ich es auch mal loben. War eine richtig gute Variante. Und so gehen wir in Führung. Und dann wird natürlich vieles einfacher gegen einen Gegner, der natürlich jetzt heute einige Ausfälle hatte, ne? Das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Und ansonsten haben wir es gut gespielt. Ich glaube, im zweiten Durchgang mit einer 3-0-Führung im Rücken wollten wir es ein bisschen kompakter machen. Hoffenheim hat ja umgestellt auf ein 4-3-3. Wir haben es dann mit einer 10 und zwei Spitzen fertig verteidigt und es war sehr, sehr gut. Danke. Danke, Domenico. Dann kommen wir zu Ihren Fragen.
Oliver Hartmann für den Kicker, bitte. Ja, Frage an Herr Tedesco. Sie haben wieder 5 Veränderungen in der Startelf gehabt. Das funktioniert ja recht beständig, dass diejenigen, die reinkommen, keinen großen Qualitätsverlust sorgen. Wie bewirken Sie das, dass der ganze Kader so bei Laune gehalten wird? Sind das Einzelgespräche ohne Ende oder müssen Sie da gar nicht so viel sprechen? Oder wie hält man so einen Kader über so eine Distanz jetzt auf Laune? Ja, ganz viele Einzelgespräche, ganz viele. Wir haben sehr ehrgeizige Jungs drin. Ich glaube, bei der Einwechslung vom Angelino hat man auch gemerkt, der war jetzt nicht hochzufrieden, dass er auf der Bank sitzt. Ne? Und er spielt jedes Spiel hier. Und das zeigt eigentlich so ein bisschen den Charakter, den diese Mannschaft hat. Und gar nicht negativ gemeint. Man muss halt viel sprechen, viel kommunizieren. Warum ist er draußen? Warum kommt jetzt der andere? Ja, das ist schon wichtig. Und ansonsten ist es dann halt der Verdienst der einzelnen Spieler, dann bereit zu sein. Und das ist das, was wir von ihnen wollen und abverlangen. Bereit zu sein, wenn du dann dran bist. Und das haben sie heute sehr, sehr gut gemacht. Sie waren heute alle bereit, ja. Uli Krümmer, MZ und RB Live. Glückwunsch zu diesem überzeugenden Sieg. Wie hat Ihnen denn das Experiment, sage ich mal in Anführungszeichen, gefallen, ohne echten Stürmer zu spielen? Das war ja das erste Mal, glaube ich, von Beginn an unter Ihnen, dass Sie ohne Silva und ohne Paulsen haben die Mannschaft aufgestellt. Wie hat es Ihnen gefallen und ist das eine Option auch für weitere Spiele? Ja, also ein Kunku würde ich schon sagen, ist ein Stürmer. Aber ich gebe Ihnen recht, der größere, bullige Stürmer hat vielleicht gefehlt. Ja, ist auf jeden Fall eine Option, klar. Jussi war ja verletzt, kam jetzt zurück, hat ein paar Wochen separat trainieren müssen. André hat viel gespielt in letzter Zeit. Und ja, ansonsten fand ich das Trio vorne heute sehr spannend mit Christo, Emil und auch Domme. Haben es alle drei sehr gut gemacht. Philipp Hinze, Sky Sport News. Guten Abend, Tedesco. Glückwunsch auch von mir. Können Sie einmal skizzieren, wie die nächste Woche aussieht? Donnerstag Bergamo, Sonntag Leverkusen. Wie viele wirkliche Trainingseinheiten hat man? Es wird sicherlich ganz viel Regeneration sein. Eigentlich nur 2 Abschlusstrainings, oder? Kann man da überhaupt auf dem Platz inhaltlich was machen? Nee, läuft dann viel über Video. Wenn auf dem Platz, dann ist es Nachstellen. So ein 11 gegen 0 kannst du mal machen, aber alles eher ohne Intensität. Ja. Am Sonntag, Donnerstag geht der Rhythmus. Donnerstag, Sonntag eher weniger. Yvonne Gabriel für die Bild-Zeitung. Ich bin ja großer Fan von Marcel Halstenberg. Es war heute ein relativ emotionaler Moment, wie ich fand, wie er da getroffen hat. Erstes Mal wieder Startelf. Was spricht denn aus Ihrer Sicht überhaupt gegen eine Vertragsverlängerung im Sommer? Ja, ich bin erstmal ein großer Fan von allen Spielern, auch vom Halste, der es einfach sehr gut gemacht hat, sowohl im Training als auch bei seinen Einwechslungen. Und wenn ich mich an die Top-RB-Spiele in der Vergangenheit erinnere, Champions League und so weiter, dann oder auch Bundesliga, dann war Halste immer auf dem Platz. Egal ob dann mit einer Fünferkette oder Viererkette. Und er hat ja einfach oft bewiesen, dass er einfach extrem viel Qualität hat. Und gegen eine Vertragsverlängerung spricht aus meiner Sicht absolut gar nichts. Ja. Tom Bachmann, Deutsche Presseagentur. Herr Hoeneß, ich habe eine Frage an Sie. Sie haben es ja gerade dargelegt, quasi die Umstände, mit denen Sie in dieses Spiel gegangen sind, dann den unglücklichen Spielverlauf. Trotzdem meine Frage, ich habe nicht wirklich eine Torchance aufgeschrieben für Ihre Mannschaft. Sind Sie sauer auf Ihre Mannschaft, wie sie sich dann auch hier präsentiert hat? Nein, das wäre nicht die richtige Wiedergabe meiner Stimmungslage. Ich bin mir einfach dessen bewusst gewesen, dass das Spiel heute extrem schwierig wird und wir wahrscheinlich ja wenige Fenster und Momente haben, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen und hier was mitzunehmen. Und die haben wir einfach sehr, sehr leichtfertig vergeben. Es ging heute auch ein bisschen um Cleverness und Abgezocktheit. Und die haben wir nicht an den Tag gelegt. Das hat der Gegner heute getan. Und das stört mich. Ich habe aber keine Mannschaft gesehen, die hier weggeschenkt hat. Es ist einfach nicht einfach, wenn du gegen, ja, die Mannschaft der Stunde, der Domenico kann es vielleicht nicht hören, aber sie sind aktuell, das kann er wahrscheinlich schon gerne hören, die beste Rückrundenmannschaft. Und das ist einfach auch sichtbar. Und wir kommen in der Konstellation, wie sie war, dann hierher. Und man nimmt sich was vor und dann steht es nach 20 Minuten 0-2. Und dass das mit einer Mannschaft das macht,
jeder, der das schon mal selber miterlebt hat, weiß, dass es dann schwierig ist. Natürlich hätte ich mir gewünscht, wir hätten noch Torchancen kreiert. Leipziger haben es dann einfach auch aus einer, sagen wir mal, gemütlichen Position heraus verteidigt und einfach dann halt auch sehr körperlich und schlau verteidigt. Und ja, so steht dann das Spiel. Für uns gilt es jetzt da recht schnell einen Schlussstrich zu ziehen und die letzten 5 Spiele in Angriff zu nehmen. Yvonne Gabriel nochmal für die Bild. Tedesco gab eine Trinkpause für Mosi Makan wegen Ramadan. Er hat dann auch was gegessen, dann gleich auch diesen Turbo-Antritt vorm 3-0 hingelegt. Inwiefern beeinträchtigt das auch Ihre Arbeit oder inwiefern müssen Sie im Moment aufgrund des Ramadan auch auf ihn Rücksicht nehmen? Gibt es da im Training auch noch irgendwelche Sonderregelungen, dass es auch da mehr Trinkpausen gibt? Oder ja, können Sie uns da mal ein bisschen teilhaben lassen? Ja, klar berücksichtigen wir das. Bisher war es ja so, ich glaube, er war jetzt ohnehin verletzt, hat eine Muskelverletzung gehabt, konnte deswegen gegen Bergamo nicht spielen. Jetzt muss ich aufpassen, was ich erzähle, ob das stimmt. Ja, genau. Und dann auch dementsprechend nicht trainieren. Und bis jetzt war es halt kein Thema, aber in Zukunft, logisch, er hat jetzt heute gespielt. Ja, hat immer Vor- und Nachteile, jetzt ob du abends oder mittags spielst, je nachdem, ob er dann vor dem Spiel was essen kann oder danach. Aber klar, wir respektieren das. Und ich berücksichtige das natürlich auch im Training. Und wenn dann intensives Training anstehen würde, so ein Spielersatztraining zum Beispiel, weil das kann ja trotzdem stattfinden, ja, also vor allem jetzt im Sonntag-Donnerstag-Rhythmus, dann wird er da halt teilgesteuert. Philipp Hinze, Sky Sport News. Ja, Tedesco, in solchen Phasen wie jetzt, glaube ich, 4 Spiele in 10 Tagen hat man am Trainerteam schon vorher im Kopf. Beispielsweise heute Conny Leimer 45 Minuten, André Silva 0 Minuten, Kunku früher raus. Oder hängt das tatsächlich dann vom Spielverlauf ab? Dann wird ja schon sicherlich jetzt jeder Spieler in den 4 Spielen mal rotieren. Ja, also Conny stand schon fest. Das haben wir ihm gesagt. Ist auch manchmal gut für den Kopf des Spielers zu wissen. Ich habe nur 45 heute. Dementsprechend kann er alles rauspusten, was er hat. Ohne sich zu schonen, war auch klar, dass Tai dann für ihn kommt. Bei den anderen haben wir es relativ offen gelassen. Also Halstead war auch klar, er kann nicht 90 gehen, noch nicht 90 gehen. Momo war uns auch klar, nach seiner muskulären Geschichte, dass er auch nicht 90 gehen kann. Es ist immer so ein, ja teilweise geplant und die anderen lässt du dir natürlich offen, weil du nie weißt, was im Spiel passiert. Tom Bachmann nochmal für die DPA. So aus meiner Laienperspektive sehe ich immer solche Spiele, wo der Gegner nicht viel Gegenwehr zeigt, auch vielleicht als ja, guten Lernmoment für Leute wie Novoa. Der kam jetzt heute nicht. Woran lag das? War der im Training nicht gut oder hat es von der Position nicht gepasst? Was war da Ihre Überlegung? Ja, also ich verstehe, dass die DPA immer so ein bisschen kritischer sein muss. Also heute war es war null einfach, ne? Und der Gegner hat uns gefordert. Es ist die TSG Hoffenheim. Also finde ich jetzt. Ne? Also die haben ein paar Ausfälle gehabt, die haben Gas gegeben, die haben mit Kramaric gespielt, der immer anspielbar war, mit Baumgartl, die haben vorne Tempo gehabt, mit Bebu auf der rechten Seite, mit Rütten vorne drin. Die musst du erstmal verteidigen. So, Punkt 1. Und Punkt 2, Hugo trainiert super, aber wir haben ganz, ganz viele gute Spieler. Und da bleiben halt manche auf der Bank. Heute ist ein André Silva auf der Bank geblieben. Und ein Spiel zum Lernen, jedes Spiel ist zum Lernen. Und kein Gegner ist einfach. Uli Krümmer nochmal für die MZ und RB Live. Vielleicht noch einmal zur Tabellensituation. Ich weiß, Sie sind kein Freund davon, da ständig drauf zu gucken. Jetzt ist es aber, glaube ich, nur noch ein Punkt Abstand zu Leverkusen. Nächste Woche ist das Spiel. Ist das jetzt auch so ein Ziel, diesen Rang 3 nee, zu erobern? Nach Fürth hat Yvonne Gabriel mich gefragt, ja, Rang 3 ist ja jetzt durch. Jetzt geht es ja nur noch um Platz 4 und jetzt ist Rang 3 wieder offen. Das interessiert uns nicht. Bergamo ist jetzt wichtig, das wird ein richtiges Brett, das hat man hier gesehen, was das für eine Mannschaft ist, auch wenn die Italiener das vielleicht eher immer kleinreden, in Bergamo vor allem, was sie für eine Mannschaft haben, aber die haben heute in Sassuolo gespielt, haben komplett durchrotiert oder nahezu durchrotiert und da stehen Spieler auf dem Platz, wo du dir denkst, boah, klar, also die könnten auch um die Top 3 da mitspielen, mit der Elf. Und das ist schon ein Brett und auf das fokussieren wir uns dann halt ab morgen und nichts anderes. Waren heute
waren heute schon Big Points für Sie, das erkennen Sie auch an. Ja, aber Freiburg hat in Frankfurt gewonnen und Sie wissen, wie stark Frankfurt ist. Die haben ja gegen Barcelona 1-1 gespielt und Freiburg gewinnt dort. Also ist für mich Freiburg schon auch ein Brett. Ich sehe keine Fragen mehr. Danke für Vielen Dank. Ihre Schönen Zeit Abend. Und die Fragen. Schönen Abend.